Willkommen zurück zu einer neuen super waldigen Folge Vigor auf der PlayStation 5. Ja, wir sind jetzt hier auf einer meiner Lieblingskarten, Zwergwald. Und ja, wir sind auch recht gut gespawnt, wie ich finde. Ja, wir sind hier mitten in der Nähe gespawnt von einer Kiste. Oder was heißt einer Kiste? Ja, von einem Tresor. Und ich würde sagen, ja, der ist dann jetzt auch direkt mal so ein Ziel von uns hier. Wir gehen da jetzt einmal direkt hin, auch wenn ich lieben gerne dort hinten bei der Brücke und so lang gehen würde. Ja, letzten Endes ist doch so ein Tresor eigentlich immer was Schmackhaftes halt auch. Deswegen jetzt schnell mal dorthin. Mit einem Gegner werden wir es wahrscheinlich sowieso hier zu tun haben gleich, denke ich. Ja, da ist schon einer drin. Okay, da war einer drin. Tja, man sollte auch immer auf die Löcher achten. Komm schon, geh rein. Och, wow, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein. Huhu. Boah, das hasse ich manchmal so mit diesem Durchklettern und so. Jawohl, hier ist ja noch so eine blaue Kiste. Das ist wirklich feine Sache. Das ist eine feine Sache. Gut, dann öffnen wir einmal noch die. Komm ran, schnell. Und wunderschön, wie der Gegner gerade neben mir wackelt. So wackel ich auch immer. So, vorsichtig. Okay. Einmal alles jetzt hier mitnehmen. Sehr schön. Und ich sehe jetzt auch schon, wir sind voll. Ja, krass gute Beute schon, wie ich finde hier. So ein bisschen, was habe ich jetzt davon mal weggeschmissen? Moment. Ich setze mal den Signaldetektor ein. Okay, ist jemand in meiner Nähe? Gut. Ich würde sagen, da wir jetzt schon so schön gefüllt sind, tun wir dann doch jetzt direkt einmal hier das sichern, was wir jetzt dabei haben. Vielleicht hier hinten nochmal ein bisschen gucken nach Beute und so. Aber ansonsten schon mal Top-Zeug, was wir jetzt hier bekommen haben. Man muss halt wirklich nur noch aufpassen wegen dem Gegner dort hinten. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass er uns eventuell gleich noch verfolgen wird oder so. Ja, aber man muss dazu auch sagen, ist natürlich auch recht viel Glück jetzt einfach hier gewesen. Ja. Zum einen Tresor und dann direkt bei dem Tresor nochmal so eine blaue Kiste. Ja. So viel Glück hat man natürlich auch nicht immer, muss man ganz klar dazu sagen. Dass man direkt so einen schönen Spawnpunkt hat und dann auch noch bei dem Spawnpunkt bei dem Tresor nochmal eine Kiste ist. Naja, noch ein Tresor kann man eigentlich dazu sagen, ja. Gut. Dort hinten ist der Ausgang. Ganz schnell jetzt dorthin flitzen. Hinter mir herlaufen sehe ich gerade niemanden, aber wer weiß, kann ja auch immer hier im Wald oder so noch sitzen. Wir probieren jetzt einfach hier den Weg durchzuziehen bis nach oben. Denn ich muss ja schon so sagen, das habe ich ja damals schon mal erwähnt, ich mag es hier irgendwie nicht unbedingt so sehr abzuhauen. Weil ich das nicht so ganz gerne hier mag vom Aufbau her. Weil wenn ich hier oben lang gehe, würde ich mir wünschen, dass es ab hier, weil ich hier mich so dahinter sitze, hier schon die Zeit runterzählt hat mit dem Verschwinden hier. Aber man muss ja hier dann nochmal ein ganzes Stück weiter nach oben. Weiß nicht, ich finde es halt besser, wenn, ja, so ein Auto halt da hier dort vielleicht wäre dann und ich dort schon in Deckung gehen könnte. Das fände ich irgendwie ein bisschen schöner. Aber gut, Loot ist gesichert. Jetzt in die zweite Runde rein. Gut, da sind wir nun, ja. Jetzt in der zweiten Runde. Die zweite Runde wird, denke ich, auf jeden Fall länger gehen als wie die erste. Bei der ersten Runde war halt gerade einfach nur Glück und so weiter. Lasst mich auch gerne mal in den Kommentaren wissen. Ja, das würde mich mal interessieren. Wenn ich manchmal so kurze Runden habe, ja, wie jetzt die Runde von eben, wo ich aber trotzdem sehr viel guten Loot finde, ja, oder gute Beute machen so. Soll ich das hochladen? Also wollt ihr das sehen oder sagt ihr, nee, lad nur die längeren Runden hoch? Das täte mich mal interessieren.
Weil an sich könnte ich mir schon vorstellen, dass es euch interessiert, ja, wenn ich viel Loot abräumen finde und so. In so einer schnellen Runde. Aber andererseits könnte ich mir auch vorstellen, wenn der ein oder andere ist langweilig, wenn ich 2, 3 Minuten loote, dann bin ich voll und gehe dann schon wieder weg, ja. Klar, ich mache zwar immer noch eine zweite oder manchmal auch eine dritte Runde, aber ja, täte mich mal interessieren. Gut, jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch zu dem Häuschen hier. Ah, wo ganz sicher jemand ist. Hier ist ja irgendwie immer jemand, wenn ich hier hochgehe. Na, mal sehen. Ich gehe das mal hier vorsichtig hier hinten rum. Ja, hier ist jemand. Die Tür ist offen. Da muss jemand in dem Haus drin sein. Ah, ich mag das Häuschen nicht. Vielleicht ist der auch schon draußen irgendwo. Wer weiß. Wir gehen einfach mal hier draußen so drum herum. Einfach mal hier so ein bisschen rumlaufen. Die Hintertür ist auf jeden Fall zu. Dementsprechend könnte es schon sein, dass der noch drin ist und ja. Gut, wir gehen dann jetzt einfach mal weiter. Diese Scheunen und so haben mich ja sowieso noch nie interessiert. Wir flitzen einfach mal direkt weiter runter, weil, sagen wir es so, wie es ist. Hier ist ja sowieso auch nicht so viel los, wo ich jetzt gerade hier mich aufhalte. Ich möchte eher ein bisschen mehr dorthin, gerade wo bei der Karte hier mehr los ist, wo ein bisschen mehr an Häusern und so ist. Also ein bisschen mehr, sagen wir es mal im Groben, in die Mitte. Ja, ganz nettes Zeug, was wir jetzt gerade hier schon wieder erbeuten. Bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Na, ist dort hinten was? Nee. Dort ist nichts. Gut, wir gehen mal weiter. Wir müssen nämlich schnell langsam hier nach vorne kommen, denn ich würde ganz gerne bei diesem Hotel oder was das war, würde ich ganz gerne der Erste sein wollen, der dort ankommt und dort vielleicht ein bisschen lootet. Aber so viel Glück werde ich vielleicht so oder so nicht haben. Dann kann natürlich sein, dass dort jemand gespawnt ist oder so. Gut, dass wir hier den Treibstoff mitnehmen. Sehr schön. Ist hier noch was drin? Nope. Da ist nichts drin. Wir gucken mal ganz kurz auf unsere Map. Okay, dort hinten wäre auch wieder so ein Tresor. Interessant. Ah, dort oben. Bei dieser einzelnen Holzhütte. Alles klar. Und gleichzeitig ist ja dort noch dieser Sendeturm. Womit ich erstmal aufhöhlen kann, die Map so ein bisschen. Ja, stellt sich jetzt nur die Frage, ist das schon an? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob es mir eben was angezeigt hat, dass jemand hier den Tresor knackt. Okay, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Okay, hier ist keiner drin mehr. Der ist schon lange weg. Boah, nicht mitbekommen, dass dort jemand das gemacht hat. Weil es zeigt er ja meistens an, dass wir diesen Schloss knacken, dass da jemand gerade das knackt. Wir könnten vielleicht auch mal kurz noch drüber gehen. Weil hier vorne wird er jetzt gerade auch gefeuert. Da haben wir hier drüben vielleicht eher noch ein bisschen mehr Glück so auf Beute. Ja, nur das kalte Wasser ist halt so ein Ding. Am besten irgendwie probieren, von Stein zu Stein hier so ein bisschen zu gehen. Ja, ist aber auch nicht so einfach, weil hier nicht so viele Steine gerade sind, wo man am besten rüberspringen kann. Hallo, geh hier hoch. Oh, ich komme nicht hoch. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Dann gehe ich halt wieder zurück. Boah, das Wasser mag ich echt überhaupt nicht hier bei dieser Karte an manchen Stellen. Und sowieso das Springen in dem Spiel. Weiß nicht. Das finde ich manchmal echt etwas komisch gemacht. Wie auch vorhin, zum Beispiel mit dem Fenster. Ja, das war das beste Beispiel auch wieder. Also, sorry, da würde ich im echten Leben, würde ich zeitiger und besser hier durchkommen.
Ich würde erstmal das eine Bein schön nach vorne tun, danach das andere Bein drüber. Also das eine Bein drüber und das andere drüber oder so. Wenn das jetzt was wäre, wo ich einen anderen Stock hochklettern müsste, ja, dann könnte ich es verstehen, dass er da nicht einfach hochkommt. Aber das ist ja wirklich hier direkt Erdgeschoss und so. Aber nun gut. Aber nun gut. Ist auch nicht so schlimm, aber ist halt ein Ding, was immer mal wieder ein bisschen nervt. Also das finde ich, haben manche andere Spiele da ein bisschen schöner, so was betrifft, wie durch so ein Fenster durchsteigen oder so. Ja, und hier oben wird gerade gerattert und gerattert. Ich nehme mal hier das Häuschen vor und die Autos. Und da mache ich jetzt erstmal einen auf auffällig. Not good, not good. Aber nun gut. So ist es nun halt. Aber immerhin finden wir gerade an einigen Stellen hier schön ein bisschen was. Nun müssten wir uns jetzt auch langsam mal heilen hier. Ich suche mir mal hier gleich einen schönen Raum, wo ich mich reinsetze. Ja, hier. Zum Beispiel. Hier kommt ein Gegner. Super, das hat mir gefehlt. Das hat mir gerade so gefehlt. Na los, geh weg. Was wartet der Typ jetzt so draußen? Also, der weiß auf jeden Fall, dass hier jemand drin ist. So viel ist sicher. Der weiß es auf jeden Fall. Ich denke, der wird bestimmt jetzt irgendwie gerade bei dem Fenster gucken oder so. In die Richtung. Wir warten mal ganz kurz hier ein bisschen. Ich meine, wenn wir jetzt eine Tür hören, wissen wir, dass er drin ist. Aber wir haben ja jetzt gerade alle Türen erstmal wieder zugemacht. Ja. Also er muss irgendwo, wenn er noch draußen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht einfach weggeht. Am liebsten würde ich jetzt eigentlich rechts rausrennen gleich. Wir warten noch ganz kurz. Gut, ich denke, wir laufen dann jetzt los. Und wir rennen dann über die Brücke. Let's go. Los geht's. Lauf, 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 lauf. Sieh zu, dass du über die Brücke kommst, mein Freundchen. Lauf weiter. Wir wissen nicht, ob der doch noch irgendwo dort hinten jetzt gerade sitzt. Kann ja sein, dass er vielleicht beim Hinterausgang geguckt hat irgendwo und hat jetzt gehört, wie ich weggerannt bin oder so, wer weiß. Und hier haben wir anscheinend noch Glück, dass wir noch ein bisschen was bekommen an Beute. Hier ist so ein spezielles Loot-Ding. Ah, würde ich gerne mitnehmen, aber dann zeigt es mich jetzt auch an jedem Spieler hier. Und da ist halt die Sache, lohnt sich's für eine graue Waffe? Für graues Zeugs. Das ist da die Frage. Ich denke, ich werde erstmal hier noch die Autos durchsuchen. Und dann werde ich mal gucken, wie wir es machen. Oh, Hilfe. Da wird scharf geschossen. Ah, ich bin voll. Na, aber sind wir mal ehrlich. So viel Schönes habe ich nun auch nicht dabei. Bisschen was habe ich jetzt mal weggeschmissen. So. Und wir nehmen das dann jetzt einfach mit, würde ich sagen. Und riskieren es mal hier. Dann haben wir zwar eine graue Kiste halt nur, ja. Mir ist bewusst, eine graue Kiste ist nun nicht unbedingt so das Beste. Und habe ich die jetzt dabei? Diesen Sound habe ich irgendwie da, glaube ich, noch nie gehabt, wo ich sowas mitnehmen wollte oder so. Ja, habe ich dabei. Komisch. Er hat es halt jetzt auch gar nicht angezeigt, dass mich jetzt die anderen markiert sehen und so. Ganz komisch diesmal. Oder ist das nicht mehr, dass die anderen da einen markiert sind? Doch, muss eigentlich sein, ja. Wäre komisch, wenn nicht. Ja, mich überrascht halt zum einen gerade hier, was das für ein Geräusch war. Und zum anderen halt,
Warum es mir das nicht anzeigt? Ja, dass mich die anderen sehen. Das finde ich sehr komisch. Aber nun gut, ich sehe einfach mal zu, dass ich jetzt hier schnell wegkomme. Das ist jetzt erstmal hier das Wichtigste. Dass ich das Zeug hier in Sicherheit bringe. Und mal sehen, was wir dann vielleicht durch die graue Kiste bekommen. Vielleicht irgend ein paar kleine Vorräte. Da würde ich mich schon drüber freuen. Also Vorräte im Sinne von, ja, Materialien, womit ich jetzt was in meiner Basis verbessern kann. Munition oder sowas ist mir eigentlich relativ unwichtig, ob ich sowas bekomme. Durch solche Kisten. Bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich bei solchen Dingern eigentlich meistens eher über so Zeug wie halt Dünger, Nägel, alles was halt so in die Richtung geht von, ja, damit kann ich meine Basis verbessern. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade hier immer mal wieder dazu hochguck, seitdem damals wir hier abgehauen sind und hier mich jemand weggesniped hat, bin ich hier etwas paranoid geworden. Ja, aber man sollte lieber etwas vorsichtiger sein, als statt man von wegen sowas nochmal erledigt wird. Sehr gut. Schön in Sicherheit bleiben. Und Gebiet ist verlassen. Feine Sache. So muss das. So und nicht anders. Ja? Gut. Jetzt gucken wir mal. Stufenaufstieg, sehr schön. Mal sehen, haben wir durch den Stufenaufstieg vielleicht jetzt auch nochmal eine neue Kiste. So oder so haben wir eine Kiste, ja, durch das, dass wir das eine Ding jetzt mehr geschafft haben. Aber, ja, was gibt es da jetzt noch als Belohnung so in dem Pass? Das finde ich mal noch sehr interessant. Gucken wir mal. Da gucken wir jetzt mal nach. Und worauf ich mich auch schon freue, ist auf jeden Fall, ob bei der nächsten Season, ne, wieder vielleicht eine neue Karte oder ja, was Interessanteres, Schönes wieder mit dazukommt beim Spiel. Wir könnten den Stromgenerator verbessern. Lohnt sich aber für mich eh nicht. Möglichst drei Verbesserungen gleichzeitig. Ja, wie oft mache ich hier eigentlich aktuell Verbesserungen, muss man dann nur so ja, dran denken. Ja, also, das kann ich mit einer Hand abzählen. Wie viele Verbesserungen ich so mache momentan. Ja, also eigentlich, wenn mal eine, ja, oder so. Gut, wir haben jetzt zwei graue Kisten. Eine graue Kiste jetzt noch hier bekommen durch den Aufstieg. Mit der Stufe. Ja, die erste Kiste war, naja. Zweite, ja, besser. Elektronik und Heilung. Braucht man beides. Gut. Einmal kurz gucken, wie lange geht denn die Season noch? 83 Tage, okay. Ja. Da muss ich das doch nochmal zurücknehmen mit dem Freund, denn ich dachte eigentlich, die nächste Season kommt schon. Ja, in weniger als 1-2 Wochen. Da habe ich wohl was verwechselt. Ja, stimmt. Die Season hat ja erst begonnen Ende April. Ja, mein Fehler. Ich habe das jetzt, glaube ich, verwechselt mit März. Dass die Ende März oder so kam, aber nein, kam ja jetzt erst vor kurzem, Ende April. Gar nicht mehr dran gedacht. Ja, dann dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen, bis die nächste Season kommt. Bin aber dann trotzdem gespannt, was die Zukunft da so bereithält hier für Vigor. Ob da vielleicht noch irgendwas mal bald kommt, also in einer kommenden Season wieder neue Map. Oder irgendwas vielleicht nochmal hier in der Basis, fände ich halt cool. Wenn es nochmal irgendwas Neues gäbe, was man in der Basis bauen kann oder... Vielleicht Deko. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt. Der eine oder andere nervt das, aber ich hätte gerne Deko. Oder dass man hiermit was anfängt, weil ich meine, man kann ja hier immer diesen Steg runterlaufen. Ja? Aber wozu? Weil hier unten ist ja an sich meistens nichts. Ich weiß nicht, ob irgendwann früher mal hier vielleicht mal was war. Aber jedenfalls finde ich, könnte man doch eigentlich hier auch was... Also ich hätte rein theoretisch eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob sowas... rein technisch machbar wäre und was man da überhaupt reinmachen würde. Aber ich weiß nicht. Ich fände es ganz cool, wenn hier Vigor eine Art, ja, ich sag mal so, Schiff oder sowas vorbeikommt. Dass das dann hier unten wirklich wie ein richtiger Bootssteg ist oder so und dann halt hier immer unten irgendwas ist vielleicht. Dass dann hier vielleicht eine Art
ich mache jetzt ein Beispiel. Also, das ist jetzt nur rein kreativ aus meinem Köpfchen. Ja? Das ist nichts, was so kommen muss oder so, aber rein so, was ich als Idee hätte. Ich würde hier unten wahrscheinlich so einen Bootsteg ranmachen. Da kommt hier vielleicht immer mal wieder so ein Boot vorbei. Ich meine, es gibt ja auch andere Leute, ja, weiß man ja, weil man kann ja auch diese Nahrung spenden. Ja? Und von daher, dass halt hier ein Boot vorbeikommt und dann als Beispiel diesem Boot, du gibst 100 Nägel, ein bisschen Draht und sowas. Und dann kriegst du dadurch vielleicht Kronen oder sowas. Also, oder wie so eine Art Handelsding, dass man halt irgendwas anderes dort nochmal holen kann. Vielleicht irgendwas für das Haus, vielleicht eine andere Farbe, dass du dann da vielleicht auch irgendwas wie die Kronen nimmst, um zu bezahlen, und dann vielleicht eine andere Farbe holst für das Haus. Aber sowas kann man natürlich auch eigentlich im Shop reintun, ja? Aber jedenfalls, das ist etwas, was ich mir schon länger wünsche, dass man halt irgendwie die Basis hier noch ein bisschen weiter, ja, verbessern, verschönern kann. Klar, jetzt kann man sagen, ja, aber du kannst doch deine Basis hier noch weiter verbessern. Ja, aber was wäre, wenn ich davon alles habe? Dann kann man sagen, ja, dann hast du halt alles, ja, aber ich hätte halt ganz gerne irgendwie noch ein bisschen was Individuelles. Weil sonst hat ja irgendwie mehr oder weniger jeder seine Basis gleich aussehen. Ich fände es halt persönlich ganz cool. Der eine hat vielleicht das Haus in grün, der andere vielleicht in rot oder so. Sowas in die Richtung. Aber nun gut, das ist nur ein kleiner Wunsch von mir, was ich ganz cool fände. Ihr könnt ja gerne mal zu meiner Idee, was ich jetzt hier so erzählt habe, in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas fändet. Ja, aber das war es dann jetzt auf jeden Fall auch mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.